FIFA of the Week 3 ist draußen. Es gibt geisteskranke Spieler, wie zum Beispiel der Erling Haaland, Ben Yedder, Leao. Aber es gibt auch Cheap Beast Spieler, wie zum Beispiel der Kessinha. 5 Sterne Spezialbewegung, 5 Sterne schwacher Fuß. Die Road to Glory für super Spieler. Wir werden ihn jetzt kaufen und einen SBB machen. Mit dabei ist der Max Malle. Was geht ab? Jungs, gut kicken die Runde. Ja, perfekt, Jungs. Grüße gehen raus. Cessinha heute am Start. Ich sag euch, ey, 5 Sterne sieht überragend aus, ne? Oder? Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Ja, wie gesagt, es ist eine neue Folge. Ja, wir machen so ein Cheap Beast Player. Ansonsten, Jungs und Mädels, wir fangen an. Ja, ich halte rein und wir starten. Let's go. Let's go, perfekt. Ich gehe mal vorne mit meinem Stürmer. Das wird jemand aus der Premier League. Genau, Marcus Rashford. Und damit er gleich einen Link mal schön hat, geht's rechts mit dem Anthony rein. Und auf der linken Seite ebenfalls eine Special Card, Jungs, vom guten Gakpo. Boah, ich hab ehrlich gemerkt gerade, wie fett ich bin, weil ich gerade aufgestanden bin. So, ich hab wie ein Model so schön bin. Wir laufen wie Heidi Klum gerade. Heidi Klum. Auf jeden Fall. Warum? Und zwar, ich hab die Rashford, Anthony und Neymar aufgeschrieben. Danke. Gut, perfekt, Jungs. Und jetzt kann ich jetzt schon sagen. Nee, warte mal, was hast du aufgeschrieben? Anthony und Rashford? Ja, Anthony und Rashford. Digga, jetzt. Also, Jungs, ich kann jetzt schon das Video eigentlich für Bandit erklären. Okay. Ah, das war's mit dem Video. Ich hoffe. Geil, geil, meine Damen und Herren. Natürlich möchte ich. Ich lasse es sein. Man kann es einfach Bronzespieler da hinzufügen. Kein Zauber. Okay. Ja? Ich halt rein. Ja, du hältst rein, habe ich gehört. Ja, und zwar vorne im Sturm. Ey, tatsächlich ist der extinct, ne? Das ist der Depay, mein Freund, ja? Der ist extinct. Ich weiß auch nicht. Er ist extinct gerade bei Fußball. Okay. Ich rede gerade zu viel hier, weil ja, es lädt hier die ganze Zeit. So, Depay kommt hier rein. Ey, ich muss das mal nachschauen jetzt, ob der wirklich extinct ist. Ey, ich glaube nicht, der ist extinct. Weil der bestimmt Lengthy ist, ne? Ach du Scheiße, Mann. Da auf der rechten Seite, Jungs. Ja, den habe ich gezogen. Ja. Ach, Skills. Usman Dembele. Auch tradable. Uiuiuiui. Und auf der linken Seite, den könntest du vielleicht haben. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Neymar Junior. Neymar Junior, da könntest du eine Bronze-Karte reinmachen. Perfekt. Anthony und Richarlison. Schade. Mach mal einen normalen Bronze bitte auch. Mach mal einen normalen. Okay. Hin. Ja, okay. Ich habe eine Idee da. Ja, ja. Ja, der junge Mann hat da eine Idee. Auf jeden Fall. Jungs, machen weiter. So, meine lieben Freunde, passt mal auf. Ich habe jetzt zwei ZTMs genau so rum drin. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ja, also Jungs, natürlich müssen wir die Teams ein bisschen teurer bauen, weil der Cessinha kostet nur 19.000, ja. Und ich habe jetzt zwei schöne Karten für euch, ja. Auch von Design und so weiter. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schmackhaft auf. Das ist einmal der Cessinha und einmal der Tchouaméni. Was sagst du? Und das ist es doch, Jungs, der nächste Bronzespieler. Und da kommen mir die Tränen hier. Kessier und Casemiro. Ah, schwierige Situation. Was möchtest du? Bronze Torwart? Mach mal nochmal einen normalen hin. Normalen. Ja. Oh, der Junge war geplant, was? Ich hab eine richtige Idee. Ich hab eine richtige Idee. Okay, ich mach mal mit Molden dann weiter, ne? Perfekt. Ja. Rechts ZM, ich glaube, der ist gut in Game, Jungs, weil man braucht ja nicht so viel Pace, man braucht Schießen, man braucht passen so ein bisschen Bruno Fernandes. Habe ich richtig Bock auf die Karte. Okay. Wird's rechts und dann mal links wird's so ein Holländer. Der hat gute Stats, Allround Stats. Ich kann dir den schlecht aussprechen. Der heißt irgendwie Basue. Basue. Okay, De Jong und Fred. Basue hier. Das ist es nämlich. Basue. Let's go. Ja, wer ist denn Basue, Jungs? Basue, Jungs. Basue, der wird knipsen nachher. Machen weiter die beiden Außenverteidiger. Jungs und Mädels, die beiden Außenverteidiger. Rechts und links, ja. Gucken wir mal, was du da auf der linken Seite gemacht hast, tatsächlich, weil. Die Gakpo und Basoe kommen nicht auf M gerade so, ja. Ja. Mal schauen. Ja, das hast du eigentlich ziemlich gut ausgedrückt. Nämlich, da gehe ich mit einem, der nur für die Chemie da ist. Mauro Junior hat 4K gekostet wegen Brasilien. Auf ganz entspannt und dann rechts wird es Timber. Nämlich, den kann man von der IV-Position zum Rechtsverteidiger machen. Und somit sind die ganzen Holländer schon schön voll und dies und das, weißt du. Auf muss ich mal... Man muss schon mal zugeben, das hast du tatsächlich heute, nur heute gut gemacht. Ja, Damot danke. Und ja, Max aufgeschrieben. Danke, 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 danke. Ich halte rein und bin glücklich, dass bisher die erstmal so spielen darf. Ne? Let's go. Ja, dann testen wir mal. Ich will den wirklich auch heute testen, Jungs. Ja, mal sehen, ob es auch einen Sinn macht, im Main-Team zu spielen mit ihm. Und zwar das ist einmal der Nordi. Ja, Nordi Mukiele. Und auf der linken Seite...
Tatsächlich auch von Paris. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Und ich glaube, da darf heute mal einen Keeper ran. Wait a minute. Ich glaube, da darf heute mal einen Keeper ran. Keeper ran. Keeper ran. I can't comment this. This is just not the truth. Hat er mir oder gesagt. Da darf ein Keeper ran. Bei Nuno Mendes drüben. Hakimi und Nuno Mendes. Also ich habe Nuno... Digga, ich habe den verkehrt geschrieben. Ich habe Nunes hingeschrieben. Also Nuno, sollte das heißen. Ja, ja, ich weiß schon. Er ist hier auch drin. Perfekt. Grüße gehen raus, Mann. Geil. Wir kommen zum Grande Finale. Und wenn ich hier sage, ich hatte vorhin ein gutes Gefühl, dann habe ich jetzt ein super Gefühl. Okay, alles klar. Und zwar, Jungs, die fackeln nicht so lange. Wir haben tatsächlich drei Brasilianer hier am Start. Und zwar, den hast du never. Falls du hast, dann 50er PSN auf Sekos Lacken. Fernando. Ja, den könntest du haben. Eder Militao. Und den glaube ich eher nicht. Alisson. Digga, ich ärgere mich gerade so sehr, dass ich diesen Joker schon verbraucht habe. Mascherano, Militao und Alisson. Guten Morgen, mein Lieb, mein Bester. Warte mal, wie viel Bronze hast du? 4 oder 5? 5. 5, oh, das ist, also für FIFA 23 safe Weltrekord, Jungs, aber das ist schon so, ja, das ist okay, nehme ich auch jetzt mal einen Schluck Wasser, ja, warte mal. Ich schalte mal rein. Und jetzt pass auf, Jungs, mein Team, also okay, Offensive hat Coins gekostet so, aber Außenverteidiger nichts und deswegen muss ich mir das in der Innenverteidigung rausholen, Jungs, da gehen wir wirklich mit Kanten. Ricardo Carvalho, Foot Hero, dann Virgil van Dijk, Junge, der Typ hat eine Karte, der ist in-game, da will ich nicht gegen, also ich will wirklich nicht gegen den Typen spielen und Alice hinten auf dem Tor, ja. Max. Alisson, Eder Militao und Fabinho. Hab ich mein Bronze? Also, ich schwör's Joker, dir. Hab ich Joker benutzt? Ich schwör's dir. Das geht gar nicht. In diesem neuen Chemiestil geile Teams zu bauen, Jungs, das geht nicht. Ich schwöre. Ey, ich hab meinen Joker nicht benutzt, oder? Nee. Ja. Also, ich sag mal so, wie. Ich schwöre, das geht nicht, Mann. Dieses Drecks-Chemiesystem, Mann. Ich schwöre dir. Ja, gab sich so geil. Wir machen mal die Spieler mal kurz rein und dann zeigen wir die Teams drauf. Ganz kurz. So, Jungs, also, die Teams sehen geil aus. Ich habe 5 Bronze-Spieler, ja. Und wie sieht es bei dir aus? Shop 4, oder? Also, ich sag mal so, ne? Vorne Bronze-Stürmer drin, Bronze-Flüge mit 90 Pace und einen Hüter namens Bierschenk. Der ist 1,81 groß, sehe ich hier gerade. Und spielt beim HFC in Halle. Let's go. Ja, perfekt. Also, Jungs, wir starten. Es wird richtig geil. Ich schicke nur Dembele, dann Dembele auf Depay und dann macht das drauf. Natürlich, let's go. Okay. Oh, guck mal. Deine Mannschaft. Ja, ich direkt überschreiben. Wirklich gar keinen Bock. Ja, ja, komm, mach hier. Ja, das ist sieht doch geil aus. Sieht doch geil aus. Warum ist der X-Ding? Das weiß ich nicht, aber egal. Ja, Dembele. Aber dann probieren wir mal. Ja, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Ja, Eckfahnen, Ziel schießen, Jungs. Eckfahnen, Ziel schießen. Da bist du doch. Hat der nicht umsonst. Der hat ja noch nicht umsonst. Gerne. Ja, guck mal, da war er, ne? Will ich dir was mal sagen, da war er. Ja, der hat er sich doch direkt verletzt, Mann. Jetzt wird, hat er sich gerade wirklich verletzt? Ja. Warte mal hier. Oh nein, ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Aber die kann er doch immer noch, oder? Ja, Digga, die kann er doch immer noch, Junge, da bist du doch. Ey, das ist echt Lachkick. Er schießt nicht. Ich kann das gerade nicht, ne? Ich kann das gerade nicht, wirklich nicht. Ich kann das nicht. Scheiße. Der Weakfoot, oh mein Gott, stimmt. Das ist gute Karte, ja. Ich sag ehrlich, für 10k oder was für Kosten? Super. Rein da? Ah, da Alter, dieser Van Dijk, ich schwöre dir, das ist ein Cheat. Ja. Jetzt klingelt's, meine Damen und Herren. Let's go, Mann! Weihnachtsgeschenke wieder verteilt, Mann. Nice. Ja, was nun? Boah! Okay, Zauber. Oh nein! Oh, das war so schön, ne? Ja, das war sehr schön. Howard spielt mit. Ja, der spielt mit. Der spielt mit und legt sich auf den Boden, ne, würde ich sagen. Let's go! Hey, Jungs. Ja. Martens. Ja. Martens, da bist du doch, Junge! Martens, Junge! Fußballgott! Hansa Rostock, schalalala. Was? Bitte. Oh. Okay. Martens, Dreierpack.
lupenreiner Hattrick. Wir machen weiter. Das ist der Beste. Martens, Martens, abseits, 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 abseits. Ey, hier passt ja gar nichts hier, ne? So, das ist echt, echt krass. Schön gespielt. Oho, was? Was? Nichts? Skandal. Alles gut, oh habe ich genauso gesehen, Herr Richter. Herr Richter, habe ich genauso mein gesehen. Gott. Oh mein ich Gott. Doch genau. Geben Sie mir mal den Ball. Dankeschön, Dankeschön. Wir machen weiter. Echt? Junge, dieser Martens, Leute, ich schwör's euch, der ist besser als meine Goldstürmer. Es ist geisteskrank. Martens, Junge, du bist ein Macher. Ja. Let's go, Jungs. Okay, ich hab meinen Schluck der Weisheit genommen. Und ich weiß jetzt, wo deine Spieler sitzen, okay? Bevor du das gartest, was sagst du zu unserem Starspieler Kessinja? Oh, ich sag ehrlich, war okay. War gut, ja. War okay, ja. Ja, ich sag auch, Jungs, war gut auf jeden Fall. So ein Spieler-Review ganz kurz, war gut. Ja. 5-5 ja. Ist auf jeden Fall nice. Unter anderem für die Leute, die nicht so viele Coins haben, ja. Genau. Den könnt ihr auf jeden Fall mal testen. Auch ein Brasilianer. Ist schwer zu linken natürlich, aber der muss ja schon auf Fullcamp spielen. Also mit 2 Sterne geht auf jeden Fall vollkommen klar. Und jetzt könnten wir heulen, ja, weil wir abstoßen. Ah, ja, wo hast du diesen Cesinia gespielt? Gab ein Z-Rail? Ja. Ja, ne? Okay. Okay, 4 Discards habe ich, Jungs. Wir gehen erstmal mit dem Torhüter. Ganz klassisch, Torhüter bei ein paar Discards immer weg. Also bevor du mir da jetzt irgendwie was erzählen willst, Torhüter erstmal weg. Wir gehen mal danach mit... warte mal, wo hattest du den Bronzehüter? Links... Wir nehmen Linksverteidiger. Rechtsverteidiger auch noch, weil es ein paar ist. Und dann gehe ich noch ins Mittelfeld. Also IFOS kannst du behalten. Ich glaube, ZMs kannst du auch behalten. Ist okay. Ich nehme mal RM. Komplett random. Ah, du hast einer der teuersten tatsächlich getroffen hier. Auf jeden Fall erstmal hast du den Zhang Yiweng getroffen. Zhang Yiweng, jawohl. Der ist direkt weg. Dann hast du den Fernando getroffen, 83er, Rare-Karte, Mukiele und ja, Chiomedi OTW. Ja, ist doch okay. So. 84.000. Ja, ist doch gut, Jungs, das nehmen wir mit. Ist gut. Ist okay. So, Jungs, also Mukiele, Fernando und Chiomedi geben wir ab. Ehrlich gesagt, der Chiomedi tut wirklich weh, Jungs. Weil ja, das könnte sein, dass er auch ein Upgrade kriegt. Jetzt ist 84.000, aber in ein paar Wochen, glaube ich, über 100k. Oi, da gehen wir ab. Das tut weh. Jungs und Mädels, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sind dran draußen. Ciao, ciao.